Also Daniel, kannst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Ein, zwei Sätze zu dir, damit jeder Bescheid weiß. Ja, ich bin der Daniel Klingelmann. Ich bin Immobilienmakler in München. Genau, seit nunmehr 2 Jahren ungefähr und ja, arbeite mit euch gerne zusammen. Okay. Wie guckt es aus, Daniel? Also erstmal vorab, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Das erste Mal gesehen, wie war das? Online. Also ich habe Werbung von euch gesehen und die hat mich dann irgendwann angesprochen. Da habe ich gedacht, jetzt probierst du es mal aus, ne? Okay. Über Facebook, Google oder weißt du es gar nicht mehr genau? Über Facebook. Über Facebook, okay. Ja. Und dann hast du praktisch ein Beratungsgespräch gebucht. Wie lange hat es gedauert, bis wir dann wirklich losgelegt haben oder war es direkt? Oh, es war direkt. Also ich muss ehrlich sagen, ihr hattet mit mir auch leichtes Spiel, ja. Ich war nämlich vorher mit einer anderen Agentur im Gespräch, mit einer Schweizer Agentur. Auch ein großer Wettbewerber, wird euch auch wahrscheinlich was sagen. Und mit denen war ich schon sehr weit, ne, im Prozess, bis sie dann irgendwann mit der Sprache rausgerückt haben, was es denn kostet am Ende. Ja. Und das hat mich so umgehauen, dass ich gesagt habe, nee, so funktioniert das nicht. Ja. Also die wollten. Die hatten drei Pakete angeboten und das kleinste Paket war inklusive Corona-Rabatt bei knapp 50.000 €. Ja. Okay. Das kleine. Ja. Und Okay. das ging dann das mittlere 75.000, das große 100.000 € oder so. Ohne Werbebudget oder mit Ohne Werbebudget? Werbebudget. Ohne Werbebudget. Ja. Und das kann man halt irgendwie keinem erklären, ja, warum die 50.000 € haben wollen. Also das fand ich viel zu übertrieben. Ja. Also ging überhaupt nicht. Und daran ist es dann gescheitert. Und dann habe ich gedacht, ah, jetzt schreibe ich mal die Polo-Jungs an. Und dann habt ihr ja einen fairen Preis gemacht, ja, wo ich sage, passt. Ja. Und dann haben wir das zusammen gestartet. Ja. Hast du in dem Bereich, also online allgemein, schon mal irgendwas probiert gehabt, schon mal selber irgendwie Anzeigen geschaltet, schon mal Leads irgendwas in die Richtung gemacht? Ja, natürlich. Ja. Also gerade als junger Makler, ja, wenn man neu einsteigt, überlegt man sich natürlich schon, wo kann man jetzt irgendwie seine Aufträge herbekommen. Ja. Und da ist Online-Werbung natürlich ein Thema. Ja. Und am Anfang denkt man sich ja auch noch, ne, das kann ich allein. Ja. Aber da kommt man sehr schnell an die Grenzen, ja, und merkt, wie schnell man eigentlich Geld verbrennen kann. Ja, auch. Also du hast wirklich schon Anzeigen geschaltet selber dann. Ja, ich habe selber ein paar Anzeigen geschaltet, ja, aber es war nicht erfolgreich, ja. Also ich habe, glaube ich, 2 Leads eingesammelt. Der eine war von meiner Mama und der andere war, weiß ich nicht, von dem anderen Makler aus München, ne? Also es hat nichts gebracht, ja. Okay. Und dann haben wir angefangen, das mit dir gemeinsam einzurichten. Haben die Seiten gebaut, die Videos gemacht, die Werbeanzeigen eingerichtet und so weiter. Wie war das vom Ablauf her für dich? Also war das alles verständlich? Sind da viele Fragen aufgekommen? Wie ist der Prozess für dich gewesen? Ja, also ich fand euren Prozess sehr gut, sehr gut. Also es war extrem standardisiert, ne, wenn man so will. Es ist recht stark auf Videos aufgebaut, ne, die einem sagen, was musst du jetzt machen, ne, was musst du dann machen, was machst du danach, ne. Aber das war super, weil es hat wunderbar geholfen. Ja. Man konnte sich immer die Informationen dann holen, wenn man sie gebraucht hat. Ja. Also wenn man den nächsten Schritt gerade umsetzen wollte. Von daher im Nachhinein absolut, absolut gut, ja, wie ihr das gemacht habt. Und die Erreichbarkeit, also wenn du irgendwelche Fragen hattest, wie war das für dich? Also waren wir erreichbar für dich? Wie war da Absolut. die Erfahrung für dich? Absolut. Also wenn ich Fragen hatte, wir haben ja auch eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit allen, die dann dran gearbeitet haben. Und da hat man immer eine Antwort bekommen. Ja. Also egal auf welche Frage, es ging immer relativ zügig. Also absolut kann ich nichts Schlechtes sagen drüber. Ja. Und das hast du es ja vorhin schon angesprochen, wir arbeiten ja auch viel mit Videos, auch jetzt für deine Anzeigen. Wie war es denn für dich? Also weiß ich, hast du schon mal Videos aufgenommen vorher? Und wenn nein, wie war es allgemein für dich, mal Videos aufzunehmen, die dann online sichtbar werden?
Ja, ich hatte das vorher schon mal gemacht, gerade auch für meine eigenen Anzeigen, ne, habe ich das versucht. Bisschen anderes Konzept gehabt, ja, aber also bisschen Erfahrung hatte ich da schon, ja. Das ist mir jetzt nicht so schwer gefallen, ja. Achso, okay, das heißt, du hast schon mal was probiert gehabt und dann hast du gesagt, okay, Equipment, alles war schon bereit und dann konntest du eigentlich direkt mit den neuen Skripten loslegen. Genau, ja. Okay, cool. Gut, vielleicht können wir ein bisschen drauf Wobei, eingehen. Ja? ja, auch sagen, groß Equipment braucht man da ja nicht. Ja? Also wir haben ein ganz gutes Handy gehabt, mit dem habe ich die Videos aufgenommen. Von daher kein Grund, irgendwie noch groß Equipment anzuschaffen. Ja? Ja, ja. Was ich halt genommen habe, waren Softboxen, ne? Also dass das genügend Ausleuchtung ist. Aber die kriegt man auch relativ günstig. Ne? Ich glaube, die Ja. haben 80 € gekostet, zwei Stück. Also ist keine große Investition am Anfang. Ich finde es interessant, dass du das sagst, weil vielleicht jetzt in deinem Fall auch anders, weil du auch ein bisschen jünger bist, so wie ich, ja. Aber für viele Immobilienmakler sind gerade die Videos aufnehmen wirklich ein Thema, wo sich viele relativ schwer tun. Da muss man immer viel Zeit rein investieren, um zu sprechen, okay, so, 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 weil es halt zum ersten Mal gemacht wird. Darum finde ich interessant, dass du sagst, für dich war es eigentlich relativ easy, die aufzunehmen. Ja, also ist natürlich schon Arbeit, ne? So ist es nicht. Irgendwie die Hintergründe zu finden, wo die Ausleuchtung dann auch irgendwo passt, die seriös aussehen und so. Also ich will damit nicht sagen, das ist keine Arbeit, ne? Auch ich habe da ja, mindestens mal einen Tag lang gebraucht, bis die ganzen Videos aufgenommen waren, ne? Okay. Aber ich finde, am Ende hat sich's gelohnt, ne? Der Aufwand. Ja. Und wie guckt es eigentlich aus? Also du hast vorhin gemeint, du hast noch mit irgendeiner Schweizer Agentur, warst du noch im Kontakt, ja? Und dann mit uns, aber hast du noch von anderen Agenturen vielleicht Anzeigen gesehen oder waren das wirklich die einzigen zwei, wo du gesagt hast, da warst du im Kontakt mit oder hast du die überhaupt wahrgenommen? Also zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich hauptsächlich die zwei, also Ja. euch und diese andere Firma. Ja. Mittlerweile hat sich das schon ziemlich gedreht, ne? Also mittlerweile kriegt man als Immobilienmakler sehr viel öfter Werbung von Marketingagenturen, die sich da jetzt so ein bisschen drauf spezialisieren. Ja. Genau. Ja. Ich weiß, das glaube ich, habe ich vorhin schon mal gesagt, wie ich es vor 2,5 Jahren gestartet habe, gab es halt nur von mir die Werbung. Inzwischen sehe ich jede Woche 20 neue und dann die Woche drauf wieder 20 neue und die Woche Sehr drauf gerne. 20 neue. Ja. Okay, cool. Und vielleicht können wir da mal kurz drauf eingehen. Wir haben alles eingerichtet, die Anzeigen online gestellt, was dann bis jetzt passiert ist. Also das heißt, laut Facebook haben wir 50 Leads gesammelt. Ist auch bei Facebook immer so, dass da nicht jeder Lead ein Treffer ist, trägt sich mal ein Konkurrent ein, jemand hat es falsch verstanden, sonstiges und so weiter. Aber wenn du es mal runterbrechen möchtest, wie viele Leute hast du am Telefon gehabt, wo wirklich Eigentümer waren, also ungefähr? Und wie viele hast du dann auch einen Termin vor Ort ausmachen können? Ja, also ich glaube, wir haben jetzt 50 Leads, glaube ich, waren es, haben wir gesammelt. Und sagen wir, Termine waren es ungefähr 5 bis 10. Also So Vor-Ort-Termine oder Telefontermine? Vor-Ort-Termine, wirklich Vor-Ort-Termine. Da ist natürlich, muss man auch einfach mal sagen, ne, nicht jeder Lead, der reinkommt, ist Gold. Ja. Trägt jemand mal eine falsche Telefonnummer ein, ne, falsche E-Mail-Adresse. Also man erreicht schon nicht alle, aber sag mal, die man erreicht, ne, mit denen kommt es dann auch, sag mal, zum Termin, ne, und dann bespricht man alles Weitere. Ne. Klar, es rufen auch viele Leute oder es melden sich viele Leute, die noch nicht konkret verkaufen wollen, also diese Verkaufsentscheidung ist noch nicht konkret gefallen, sondern sie möchten einfach vorher noch mal einfach wissen, ja, was ist die Immobilie überhaupt wert. Aber allein diesen Kontakt und diesen Fuß in der Tür, ne, glaube ich, ist da schon Gold wert einfach. Ne. Ja, weil wenn die in der Zukunft halt mit dem Gedanken spielen zu verkaufen, gehen sie halt zu dem, der in Kontakt war. Sind aber auch welche dabei gewesen, wo du sagst, okay, die verkaufen, wollen verkaufen, vielleicht auch erst in der Zukunft, aber wo du von ausgehen kannst, die wollen in der Zukunft verkaufen, da bist du dran momentan. Ja, absolut. Also ich lege mir das immer auf Wiedervorlage im Kalender. Wann ist der nächste Entscheidungspunkt, ja, wenn man so will, bei den potenziellen Kunden? Und dann melde ich mich einfach wieder. Ne? Das
Hattet ihr mir ja auch empfohlen, ne? Einfach immer zu fragen, darf ich mich wieder melden? Wann darf ich mich denn nochmal melden? Und das dann auch sorgfältig zu machen. Ja, ja. Ja. Und wie lange hat es gedauert von dem Moment an, wo wir die Anzeigen aktiv gestellt haben, dass du mal deinen ersten Termin dann machen konntest? Und das ging relativ schnell. Das ging relativ schnell. Also gerade in der Anfangsphase kommen relativ viele Leads. Also war jetzt mein Gefühl. Mhm. Und da kann man auch relativ zügig einen Termin machen. Ja. Hättest du damit gerechnet gehabt, dass es relativ schnell geht, die ersten Termine zu machen? Oder hättest du gedacht, es muss ein bisschen länger, bis es überhaupt anläuft? Naja, ich hatte es natürlich gehofft, ja, dass die Leads schnell reinkommen. Von daher Erwartung erfüllt, aber dann kommt dann auch so ein Zeitpunkt, wo dann so ein bisschen der Dip kommt. Mhm. Ja, aber es ist, was mein Gefühl jetzt war, es kommt ein Dip, also von der Anzahl her kommen tendenziell ein paar weniger Leads. Dafür sind die aber von der Qualität her sehr viel besser. Mhm. Also wenn dann ein Lead kommt, dann erreicht man die Leute in der Regel auch und kann mit denen sprechen, Termine ausmachen. Ja, also am Anfang muss man halt immer, also einfach mal als Verständnis, bei Werbung, spezifisch über Facebook, ist es halt so, dass man erstmal ein paar Kontakte sammeln muss, um rauszufinden, ob man die Zielgruppe richtig trifft. Und umso mehr Kontakte man dann trifft, umso mehr kann man dann optimieren, um wieder die passenden Leute zu finden, um dann wieder bessere Kontakte zu finden, dann später hintenrum raus. Aber unterm Strich ist es halt so bei Werbung, das ist nämlich öfter so, bei dir war es so, am Anfang kommen mehr, dann weniger, bei anderen Kunden kommen am Anfang wenig oder gar keine und dann mehr. Ja? Aber wichtig ist, dass man halt immer nur den Durchschnitt errechnet. Und erst rechnet man monatlich den Durchschnitt, das heißt, wie viel sind im ersten Monat gekommen, zweiten, dritten, dann kann man quartalsweise den Durchschnitt rechnen und nur so geht's. Weil bei Werbung kann man ja beeinflussen, wer die Anzeigen sieht. Man kann beeinflussen, wie oft man die Anzeigen sieht und man kann beeinflussen, was man in den Anzeigen sagt. Ja? Das heißt, man kann schon relativ viel beeinflussen, aber die vierte Sache, die man beeinflussen kann, ist halt, wie gesagt, wie lang, über welchen Zeitraum. Und manchmal hat man halt das Glück, sage ich jetzt mal, dass direkt an dem Tag jemand was sieht, der ist super gelaunt, trägt sich ein und fertig. Mhm. Aber die gleiche Person, wenn die an dem Tag mit einem schlechten Fuß aufsteht, und sich halt nicht einträgt, wenn da du die Werbung nicht länger laufen hast, dann wirst du die Kontakte nie kriegen. Und deswegen muss man immer halt den Durchschnitt errechnen und die Anzeigen über einen längeren Zeitraum schalten, um das dann wirklich am Ende auch geschafft zu haben. Ja, das ist halt der wichtigste Punkt. Und ja gut, da wissen wir da Bescheid. Das heißt, du bist mit mehreren im Follow-up, wo du dann noch schaust, ob du da den Auftrag am Ende dann bekommst. Ja. Wie war es denn von denen, wo du wirklich vor Ort warst? Wie war das mit denen? Also die, wo du an der Leitung hattest, wussten die, wer du bist? War es dann auch schwer, die zu überzeugen vor Ort? Wie waren einfach die Gespräche mit den Terminen vor Ort? Waren es echte Eigentümer? Waren es irgendwelche? Ja. Was war da los? Ja, also wenn man vor Ort ist, dann sind die eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt, die Leute. Ne? Also die wollen wissen, was ihre Immobilie wert ist. Die wollen Informationen haben. Die wollen beraten werden, von daher sehr positiv. Ja. Also man kommt nicht zu einem Vor-Ort-Termin, wo die Leute überhaupt keinen Bock drauf haben, ne, auf einen. War das die Frage, Max? Alles gut. Nee, es ist ja auch richtig, weil unterm Strich, was man halt verstehen muss, wenn man, also viele fragen mich auch immer, jetzt auch unabhängig vom Immobilienbereich oder sonstiges, ey, wenn ich das und das mache, kann das online funktionieren? Ja, und unterm Strich kann ich halt immer nur die gleiche Antwort geben. Wenn das offline funktioniert, dann wird es auch online funktionieren, weil wir Menschen verändern uns ja nicht. Das sind ja, wenn jemand offline verkaufen will und du triffst jemanden offline, der verkaufen will, Eigentum, und sagst das Richtige, dann kriegst du halt den Auftrag. Und genauso, wenn halt online jemand ist, der verkaufen will und du sagst das Richtige, dann interessiert er sich halt auch dafür und dann kriegst du halt dann den Auftrag, ja. Also prinzipiell alles, was offline funktioniert für alle Leute, das funktioniert auch online, ja. Okay, und wie ist dann für dich, also erstmal, wie hast du dann vor, also hast du vor, länger Anzeigen laufen zu lassen? Ist es was, wo du länger verfolgen und ausbauen möchtest? Oder was ist da so bei dir der Gedankengang?
Ja, also ich möchte es auf jeden Fall weitermachen. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Max. Für mich ist es kein, also das ist mir jetzt bewusst, ja, nach der Zeit, die wir zusammen gearbeitet haben, dass es halt nicht ein Sprint ist. Ja, das heißt nicht Werbung schalten, ja, im ersten Monat 5 Aufträge einsammeln, ne, und gut ist, sondern es ist viel, was längerfristig ist, ne? Also eher ein Marathon als ein Sprint. Immer wieder mit den Leuten, die vielleicht irgendwann verkaufen wollen, in Kontakt zu bleiben, das zu pflegen, ja, und dann, ne, an erster Stelle zu sein, wenn diese Verkaufsentscheidung wirklich dann kommt, ja. Von daher finde ich es absolut sinnvoll, das weiterhin zu machen. Also unterm Strich muss man sich halt überlegen, was ist denn das Endziel? Klar ist das Endziel, wir wollen mehr Umsatz machen, ist ja klar, aber das kann man halt beeinflussen, indem man die Werbung lang schaltet. Umso länger du schaltest, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, Umsatz zu machen, weil es sich ja auch mit dem Verkauf nach hinten rauszieht. Aber das Endziel, Daniel, das, was ich auch oft vergesse bei uns selber, ist ja eigentlich nicht, dass ich den meisten Umsatz mache, sondern mein Endziel ist ja eigentlich, dass mich in meinem Bereich die meisten Menschen kennen und mir vertrauen. Ja, das ist ja eigentlich das Endziel. Und dafür schalte ich ja die Werbung, weil ich weiß, wenn mich viele kennen und mir vertrauen, dann kann ich langfristig viel Geld verdienen. Ja, und das ist ja genau eigentlich das Hauptziel, verpackt ein bisschen anderes, wo wir auch für Immobilienmakler haben, ist ja das. Also natürlich in einem kurzen Zeitraum, 3 Monate ist noch zu früh, aber wenn man 1, 2, 3 Jahre diese Anzeigen geschaltet hat, das wirklich finanzieren kann durch die Einnahmen von den Anzeigen, dann kommst du halt irgendwann mal an einen Punkt, wo dich jeder in der Region kennt oder wo dich in deinem Bereich jeder kennt. Und wenn du dort bist, dann staubst du halt erst richtig ab. Und das ist halt die Schwierigkeit, wo viele haben. Sie probieren online was, verbrennen Geld. Und dann ist fertig. Aber wenn du es halt hinkriegst, dass du Geld verdienst, das in Werbung stecken kannst, dadurch wieder Geld verdienst, dann verdienst du A, Geld, erhöhst deine Bekanntheit. Ja? Ich habe zum Beispiel einen Kunden, da ist es genauso gewesen, da haben wir die Anzeigen über einen langen Zeitraum geschalten, dass jetzt Leute gar nicht mehr über die Anzeigen kommen, sondern dass die direkt anrufen, weil die ihn jetzt schon Ja, gesehen haben. Aber da kommst du halt nur mit der Zeit hin. Viele schaffen es nicht, ja, weil die einfach nicht wissen, wie sammelt man die Leads richtig, wie arbeitet man die richtig ab. Vorher geht der Atem aus, beispielsweise. Aber wenn man das über einen langen Zeitraum macht, dann gewinnst du halt langfristig das Spiel. Und das ist für alle eigentlich ganz wichtig zu verstehen. Genau, super, cool. Nee, dann bedanke ich mich für das Feedback, Daniel. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. gerne. Vielleicht nochmal zum Abschluss, nochmal, wenn du jetzt allgemein komplett von der Zusammenarbeit redest, mit uns. Was war das, wo dich am meisten positiv überrascht hat? Also waren es einfach wir als Person oder war es vielleicht auch so schnell direkt die ersten Kontakte rein sind? Was war, was dich am meisten positiv von der Zusammenarbeit überrascht hat? Also ich glaube, das Positivste war tatsächlich die Erreichbarkeit, ne? Also es war immer jemand erreichbar, und hat sich gekümmert, ja, und hat sich engagiert gekümmert. Wir hatten ja auch beispielsweise mal das Thema, dass Facebook uns das Werbekonto gesperrt hat, ne? Für eine Woche. Ja? Hab ich sofort jemanden erreicht von euch? Ihr habt euch sofort darum gekümmert. Also kann ich sagen, das war super in der Zusammenarbeit. Ja. Vielen lieben Dank, weil ich sehe das halt auch so. Ich weiß auch von anderen Agenturen, da ist es ein bisschen anders. Da ist es okay, du musst ein Werbekonto zur Verfügung stellen und wenn es nicht da ist, kann man nichts machen. Und ich denke mir halt, das ist halt Teil der Dienstleistung, weil viele haben da ja noch nie was gemacht, die wissen ja gar nicht, warum kann ein Werbekonto gesperrt werden, was habe ich falsch gemacht, dass gesperrt worden ist und sonstiges. Und ich denke mir halt, wir tun alles, um halt dieses Konto zu entsperren und ist halt einfach Teil der Dienstleistung. Ne? Weil was kann ich jetzt von dir erwarten, dass du weißt, wie du es entsperrst? Vielleicht weißt du es, gibt ja auch welche, die es wissen. Aber wenn nicht, dann stehst du halt auch blöd da. Und dann sind wir in einem halben Jahr immer noch nicht weiter. Und deswegen kommen mir immer Komplikationen vor, egal was man macht. Und ich glaube halt, eine gute Dienstleistung macht halt aus, dass man halt versucht, diese Komplikationen so gut wie möglich für den Kunden zu beheben. Ganz einfach. Ne? Cool. Okay. Gut, danke, Daniel. Dann bedanke ich mich fürs Feedback. Ja, alles Liebe. Ja, cool.